Größer als das Konjunkturpaket der Regierung ist nur das Drama-Trash-Paket vom RTL. Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, aber lasst bitte meinen Mann am Leben. Die Bachelor-Bande. Nach wie vor dreht sich alles nur um sie. Die nervt einfach, Mann. Die labert immer von der gleichen Kacke. Genauso wie ihr? Bazille. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich nichts mit ihr zu tun haben will hier im Haus. Und dass sie mich nicht anlabern soll. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Eva jetzt nochmal auf uns zukommen würde. Ich würde es auch richtig peinlich finden, wirklich. Vor allem warum? Also was möchte sie jetzt noch loswerden? Also ich kann es mir schon vorstellen. Also abwarten. Er macht sich zum Hampelmann der Nation, weil er hier reingegangen ist. Werde ich ihm auch sagen, du bist kein Hampelmann, aber du lässt dich gerade zu einem machen hier. Doch, er ist schon längst ein Hampelmann. Ah, das war Snake. Die Anaconda. Bibelstunde beim RTL. Von der Schlange direkt zu Gott. Wie Gott euch geschaffen hat, so rein. Wie Gott euch geschaffen hat, so rein. Wie Gott euch geschaffen hat. Was soll nach diesen Voodoo-Zaubern noch falsch gehen? Wir bitten dich um Hilfe von ganzem Herzen fürs Gute, auch wenn wir uns auch ein bisschen daneben benommen haben. Daneben benommen meint sie die Alkoholunterstellung, die Nominierungsabsprache oder das? Kutuma ikalamai 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 mahalo aloha. Oder das, was noch kommen wird? Auf, auf! Yeah! Erstmal auf zum Match. Möge der Beste gewinnen. Mit fairen Mitteln. Oh, das war Körperbeherrschung beim Bachelor. Ein Wunder, dass er sich beim Wort fair nicht übergeben musste. Was ganz fies ist, ist, wenn du auf Toilette gehst und merkst dann im Nachhinein, Mist, es hat keiner mehr Klopapier auf Toilette gelassen. Was macht der weltgewandte Mann von heute dann? Ich hab mir einfach eine Binde von den Frauen gegeben. Echt, ja? Da musste ich doch. Ey. Und wie hat er sie entsorgt? Wo hast du die eigentlich? Wo tust du die? Na, in Müll. In Müll? Dann stinkt das jetzt übel. Bei diesem Spiel werden die Männer einen Hindernisparcours blind durchlaufen. Aber vorher bekommen sie hübsche Outfits. Ich würde sagen, mein Schatz, das ist ein und ich bin ein Einhorn. Ich habe mich auf jeden Fall zu 100% wiederentdeckt. Die beiden sind echt ziemlich strange. Trinken die Chlorreiniger zum Frühstück? Er ist ja voll losgerannt. Ich dachte mir, wir will er mich verarschen. Sieht er was? Vorsicht! Nase breche. Entwarnung. Dann ist er aber hingeknallt, dann war auch vorbei. Für dieses Spiel ist es von Vorteil, wenn man daran gewöhnt ist, sich kommandieren zu lassen. Ui! Denise hat ja immer mal gern die Kontrolle über alles. Von daher war es für mich eigentlich kein Problem. Bei diesen beiden ist das Kommandieren ungewohnt hinderlich. Weiter! Wie weiter? Ich kenne dich, du hättest mich angeschnauzt noch und nöcher. Ja, du hast mich auch übergegenlaufen lassen. Ah, zurück zu den Kommandier-Profis. Du hast mich ja richtig krass dirigiert. Ja. So wie immer halt. Ich gebe dir recht. Ja. Zufrieden. Dann gibt's einen mit der Harmoniekeule. Mütter! Du bist es! Sieh zu, dass dein Mann da wegkommt! Einmal macht Michael sehen. Richtig Arm hoch mit der Keule. Lässt sich die Harmoniekeule noch stoppen? Ich habe halt nur zu mich geschrien, Schlag nach oben, Schlag nach oben. Auf, auf! Yeah! War das die angeforderte Hilfe von oben? Wir bitten dich um Hilfe von ganzem Herzen. Zumindest vom Alkohol wird er damit erstmal ferngehalten. Oh mein Gott! Du hast ja wohl nicht alle! Du bist zum Tod behindert! Ja, sehbehindert. Diana hätte einfach sagen können, stopp. Sie hat aber trotzdem gesagt, hau drauf und er hat's gemacht. Und sie hätte das eigentlich sehen müssen. Was denn, was Nein, ist denn los? Das geht gar nicht, Mann. Was ist denn los? Deine Frau hätte es sehen müssen. Nun gut, das stimmt. Warum hat sie ihn nicht gestoppt? War es der Wille Gottes? Hey, doch keine böse Absicht, also. Wir waren mit einem Spiel, ey. Und dann kann man ruhig auf den anderen eindreschen, oder wie? Das hätte ich niemals, immer aus Absicht gemacht, wirklich. Vielleicht hat sie ihre Armbänder auch nur mit negativer Energie aufgeladen. Was hier passiert? Nicht, dass da was passiert ist, ey. Etwas passiert und das ohne euch, das wäre ein starkes Stück. Das wäre richtig krass. Ich bin so durch gerade mit meinen Nerven. Ich glaube, das sind alle. Gut gesagt, Caro. Tim ist auf dem Weg ins Krankenhaus übrigens, ja? Oh, oh. Das restliche Drama bei TV Now. Davon bekomme ich Kopfschmerzen wie von einer göttlichen Keule.
Was sagt Diana abschließend dazu? Ich wollte eigentlich nicht weinen. Okay, ich dachte, sie hätte eher keinen Verletzten haben wollen. No hate, ich diskutiere auch mit niemandem mehr. Wir wählen raus, wer raus muss und fertig. Punkt. War das ein versteckter Nominierungsvorschlag? Es gibt nichts, was ich dir vorwerfen kann. Kaum hat sie ihm vergeben, haut er das raus. Diana hat es nicht absichtlich gemacht. Wir wollten gewinnen, wir mussten gewinnen. Hat er das wirklich gesagt? Was hast du gesagt, wir mussten gewinnen? Was bist du denn für einer? Wir mussten gewinnen. Wirklich, merkt ihr wirklich gar nichts? Merkt ihr nichts? Nee, ne? Ja, die beiden sind wirklich in einer fremden Welt. Ich bin wirklich auf einer Ebene, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, aber ich überweise die euch, aber lasst bitte meinen Mann am Leben. Wir haben alles für uns versucht, um zu gewinnen, ja, aber wir wollten dabei niemanden ermorden. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Sind die nur ganz dicht? Es wäre besser, glaube ich, wenn ihr eure Koffer packt. Nach Georgina und den spuckenden Kubi, das zweite Paar, das sich hier selbst disqualifiziert. Wir müssen das, was wir gelernt haben, im Mentalcoaching auf uns selbst anwenden. Und dann kommt... Schmusemaus! Packt es euch nicht, ihn jetzt anzusprechen. Das Spiel wurde dann natürlich disqualifiziert. Du musst doch damit rechnen, wir sind im Sommerhaus und nicht im Pflegeheim. Und ich dachte, es wäre die Betty Ford Klinik für Teilzeit-Promis. Diana hat zumindest ihre erste Therapiestunde. Für mich wie ein verprügelter Hund, wie in so einem Rudel, wo der eine fast totgebissen wird. Und das muss jetzt erstmal heilen. Und jetzt ab zur Spieletherapie. Bei diesem Spiel müsst ihr einen Text auswendig lernen. Und ihn Zeile für Zeile abwechselnd aufsagen. Der Text wurde am schnellsten fehlerfrei aufgesagt von Annemarie und Tim. Trotz Gehirnerschütterung. Das hier ist doch unmöglich. Ich habe das in diversen Situationen festgestellt, dass die Annemarie gern über sich selbst mal redet oder sich vielleicht auch ein bisschen im Mittelpunkt stellt. Wo das doch das Vorzugsrecht des Bachelors ist. Ich bin so zickig wie alle anderen auch. Also wie die beiden. Und die mussten kurz vor Nominierung nochmal in den Mittelpunkt. An Karma vor allem. Das ist jetzt nicht woanders hin, ja? Kann man sich anhören, die macht schon wieder weiter. Die macht schon wieder, ich habe schon wieder gemerkt, was die macht, ey. Habe ich dir was Falsches gemacht? Nein. Ich glaube, er hat sich nicht beachtet gefühlt, weil ich habe nur den Lou angeguckt und... Wie kann man das auch, wenn er da ist? Macht schon wieder weiter, Alter. Wir machen jetzt weiter mit dem Rauswurf. Ich denke, es ist genug vorgefallen, um zu rechtfertigen, mit wem wir nicht mehr weiterhin zusammenwohnen möchten, Diana und Michael. Wen wählt die Bachelor-Ex? Wir wurden nicht unbedingt mit offenem Arm empfangen. Sehr schön inszeniert wieder. Tja, was soll man dazu sagen? Hat sie wohl beim Bachelor gelernt. Ganz großes Kino, ne? Großes Kino. Die letzten Worte des Exit-Engels. Die Menschen haben manchmal Angst vorm Guten. So, jetzt lass aber gut sein. Wir brauchen viel Platz für Iris Klein. Denn sie zieht in der nächsten Folge ein. Mensch, das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Wie fandet ihr die Folge? Gut, schlecht oder richtig schlecht? Gerne kommentieren, abonnieren